Leute, ich werde immer wieder gefragt, wie verfütter ich eigentlich richtig Drosophila? Egal ob auf Börsen oder per Mail, immer wieder fragen mich die Leute, ich mache die Dose auf, mir kommt alles entgegen. Wie verfütter ich die kleinen Fliegen denn richtig? Und weil ich dann auf Börsen wieder blöde Handbewegungen mache, um irgendwie zu zeigen, wie es denn richtig geht, oder per Mail halbe Romane schreibe, wie man das denn irgendwie hinkriegen kann. Und am Ende das sowieso keiner richtig kapiert. Habe ich mir gedacht, mache ich mal mein erstes YouTube-Video zu dem Thema, richtiges Verfüttern von Drosophila. Und versuche euch das mal zu erklären. Gut, kurze Basic zum Thema Drosophila. Es gibt zwei Sorten Drosophila. Zum einen Drosophila melanogaster, das ist die kleine Sorte. Und Drosophila hydei, das ist die etwas größere. Ich habe hier, damit man sie auch ein bisschen besser sieht, die hydei, das sind die großen. Dann gibt es daneben auch noch neuerdings Farbmutation Gold. Ich glaube, ich habe hier jetzt sogar die Gold-Variante davon. Also die sind ein bisschen heller. Sind in der Praxis total egal, ob sie jetzt Gold oder normal sind. Macht für die Beutegreifer auch keinen Unterschied. Ist einfach eine kleine Farbmorphenspielerei. Gemeinsam von beiden, Melanogaster und Hydei, ist, dass sie flugunfähig gezüchtet wurden. Wobei man sagen muss, dass die Melanogaster nicht ganz dominant in der Flugunfähigkeit sind. Da kommen immer mal wieder auch Flugfähige bei raus. Hydei sind da ein bisschen reinrassiger in der Flugunfähigkeit. Auf jeden Fall kann man so eine Dose so kaufen. So züchte ich die auch. Die zu züchten, es wäre nochmal ein eigenes Kapitel. Könnte ich bei Interesse auch nochmal einen Film drüber machen. Aber so kriegt man eine Dose in der Regel und häufig stehen die Leute vor so einer Dose, sehen das Gewimmel da drin. Hier ist noch nicht mal besonders viel drin. Wenn der Ansatz ein bisschen länger steht, sind da noch 10-mal mehr Fliegen drin. Und die denken sich ja, was passiert jetzt, wenn ich die Dose aufmache? Oh Gott, da kommt mir alles entgegen. Ist auch so. Deswegen, da gibt es eine kleine Technik und die nennt sich Klopfen. Man klopft. Ein paar Mal. Und dann sieht man schon, oben ist nichts mehr und die kommen jetzt schon wieder hoch. Klopfen. So, alle unten und dann kommen sie wieder hoch. Und dieses Klopfen muss man sich ein bisschen verinnerlichen, wenn man die verfüttern will. Dass man immer wieder klopft. Beispiel eine kleine Spinne oder einen Skorpion füttern wollen. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Nandochromatus. Ganz klein, ich glaube, zweite Haut oder so. Jetzt zeigt sie sich natürlich nicht. Na? Hier ist sie. Hier ist sie. Hab sie jetzt ein bisschen für den Vorführeffekt geärgert. Ich weiß, da werden jetzt auch ganz viele sagen, viel zu wenig Erde und so weiter. Aber ich muss das hier halt auch ein bisschen zeigen. So. Klopfen. Hab den Deckel vorher schon ein bisschen gelöst. Ich mache das hier gerade alles mit einer Hand. Aber um zu zeigen, dass mir eben nicht alles durch die Gegend fliegt. Bislang. Ich glaube, man sieht das auch, kein einziges abgehauen. Kurz hier rein. Zwei, drei Drosos. Drei mehr will ich ja gar nicht. Und Deckel hier drauf. Deckel da drauf. Und alles clean. Alles gut. Spinne ist gefüttert, hat ein paar Drosos drin. Dose ist zu. Keine Fliege im Wohnraum. Alles schön. Diese Variante sogar noch simpler eigentlich, wenn man Wirbeltiere zu versorgen hat, Pfeilgiftfrösche oder kleine Echsengeckos, dann muss man die ja vorher mit Vitaminpräparaten bestäuben. Dann kommen die zuerst hier rein in die Bestäubungsdose. Und immer klopfen zwischendrin. Bevor der Deckel wieder raufkommt, klopfen, klopfen, immer wieder. Dann sind hier ein paar drin.
Deckel zu. Kurz durchschütteln. Und dann kann man die richtig easy eigentlich einfach ins Terrarium reinfallen lassen, wenn sie bestäubt sind. Weil dann sind die ohnehin schon flugunfähigen Drosophila im Grunde nochmal flugunfähiger geworden, weil ihre Flügel auch noch besetzt sind mit dem Puder. Und dann sieht man auch schon, da kommen schon die kleinen Prädatoren und freuen sich, dass es Drosophila gibt. Bisschen reinklopfen. Ja, das war das Thema. Drosophila verfüttern und klopfen. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen.